Weiter geht unsere Reise Richtung Cabo de São Vicente. Wir verlassen die Ecke von Nazaré und fahren ca. 60 Kilometer weiter südlich. Auf der Landkarte haben wir nämlich bei Peniche ein interessantes Cabo entdeckt. Das wollen wir uns näher ansehen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In Peniche angekommen, fanden wir einen passenden Parkplatz vor, leider für Wohnmobile gesperrt, und so mussten wir weiterfahren. Die offizielle kostenlose Alternative sah allerdings nicht sonderlich einladend aus, und so beschlossen wir, eine andere Möglichkeit direkt am Kap zu suchen. An der Küste entlang fuhren wir Richtung Leuchtturm. Es waren immer wieder Plätze frei, allerdings für Wohnmobile gesperrt. Am Leuchtturm angekommen, sahen wir, dass die Einfahrt gesperrt ist, allerdings mit dem Untertitel Pesados, also schwer. Und schwer sind wir ja eigentlich nicht, und so fuhren wir rein. Unser Stellplatz für die Nacht war gefunden und es war wirklich ein super Stellplatz.
nur sitzen und genießen. Es ist so schön. Ja, es waren ganz schön viele Fischerboote hier. Also hier scheint es einiges noch zu geben für die Fischer. Ganz schön laut der Kutter. Und weiter geht's Richtung Süden. Unser Ziel für diese Reise, das Cabo São Vicente. Jetzt sind wir weitergefahren Richtung irgendein Fischerdorf, wo es guten Fisch geben soll. Und wir schreiben das alles rein. Wir merken uns den Namen nicht. Ja, aber jetzt haben wir hier einfach eine kleine Pause gemacht am Strand. Weil es so idyllisch hier ausschaut, also wirklich ganz toll. Aha. Und und zu heute Nacht oder überhaupt da, wo wir gestanden sind, das war ganz ruhig heute Nacht. Konnten wir gut übernachten. Und ja, mehr gibt es da eigentlich jetzt nicht so zu sagen, oder? Nein, es ist einfach war interessant, wunderschöne Sandstrände. Und es ja, ist, das hat es hier jetzt, ja. Und wenn man in der Sonne steht, also da ist es richtig angenehm schon. Ja. Da hinten sehe ich ein paar schon ganz schöne Wellenbrecher. Also das baut sich da schon ein bisschen was auf. Ab und zu sieht man auch, wie sich eine Welle überschlägt. Mhm. Aber es ist natürlich im Vergleich zu 27 Meter hohen Wellen ist es natürlich nichts. Nein, hier gibt es keine Monsterwelle. Ja, aber wir genießen dafür die schöne Sonne, die es wahrscheinlich bei den Monsterwellen dann nicht so gibt. Keine Ahnung, wie das da dann ist. Also auf jeden Fall genießen wir das hier noch ein bisschen und dann fahren wir einfach wieder weiter. Ja, wir haben immer noch Januar und ich muss sagen, es ist einfach toll, in der Sonne zu stehen und dann schon hier bin ich kurzärmlich hergelaufen, also dann kurzärmlich dann schon unterwegs zu sein. Das ist ganz toll. Ja, es ist der Wind hier ist ein bisschen frisch. Da, wo wir übernachtet haben, da war total windstill. Da brauchte man überhaupt keine Jacke. War gut, war schön. Und ja, jetzt geht's weiter. Jo. Also das wäre natürlich auch mal interessant zu wissen, was da alles so blitzert und blinkt. Ja? Ist es jetzt wirklich Mikroplastik oder sind es Muscheln? Nee, es scheinen mir Muscheln zu sein. Aber ist ja erstaunlich, wie das alles zermahlen ist. Also die Muscheln waren ganz fein geschliffen durch das Meer. Oder Ursi? Ja, bei der Brandung, die sind ganz glatt, ganz total glatte Oberfläche haben die hier. Da wird alles zerrieben. Wenn man da eine Plastikflasche reinlegt und Sand, dann ist die ja bald zerrieben. Ja, das machen wir ja jetzt. Schließlich wollen wir ja kein Plastik ins Meer. Nein, ich sage nur wegen Plastikmüll, wo man ja sagt, dass der immer auf den Stränden verbreitet ist. Die im Reiseführer als Fischerdorf deklarierte Kleinstadt Erik-Aira war nichts für uns, das stellten wir schnell fest. Aber zumindest konnten wir eine Fähr- und Entsorgung benutzen und entschlossen uns zur Weiterfahrt.
Die Navi führte uns zu dem anvisierten Stellplatz, aber durch abenteuerliche Straßen, die selbst uns nicht ganz geheuer waren. Und so entschlossen wir uns kurzum, den zweiten anvisierten Stellplatz aufzugeben und uns nach einer anderen Alternative umzusehen. Obwohl es schon später geworden ist und wir eigentlich zu dieser Zeit schon einen Stellplatz haben wollten, entschlossen wir uns noch ein paar Kilometer auf uns zu nehmen und Richtung Capo Rocca zu fahren. Da wir immer keine Nebenstraßen fahren, müssen wir immer wieder mit Engpässen rechnen und so kam es auch auf dem Weg Richtung Capo Rocca, aber es ging wieder alles glatt. Schade, direkt am Kap konnten wir den Parkplatz nicht nutzen, da er nur für 3,5 Tonnen zulässig ist. Also, wir sind jetzt wieder einem Capo angekommen. An einem sehr schönen Capo. Ja, und da ist jetzt noch ganz viel Betrieb. Jetzt warten wir einfach, bis die PKWs wieder weiter oder wieder nach Hause fahren. Spätestens beim Sonnenuntergang sind wir frei. Ja. Wir dürfen auf den großen Parkplatz nicht fahren, weil der ist nur für 3,5 Tonnen zulässig. Ja, leider. Aber jetzt eben warten wir, bis hier die anderen Autos weg sind und dann schauen wir, dass wir uns da dazu stellen können. Aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte nämlich sagen, diese Fahrt hierher, das war jetzt auch wieder eine Fahrt, die war nicht ganz so ohne. Und jetzt muss ich euch wirklich mal sagen, ich muss der Helle echt einmal loben. Oh. Ja, so wie er diese Straßen und Kurven bewältigt, also Hut ab. Ja, also, aber ich kann das auch nicht nachvollziehen. Unsere Navis, die leiten uns durch diese engsten Dörfer durch. Ich weiß nicht, und da gibt es garantiert auch noch andere Straßen. Aber wir haben es geschafft, oder vielmehr der Helle hat es zumindest geschafft. Stehen wir jetzt am Capo, ja, Capo genau. De Rocca. Und es sieht auch sehr interessant aus, also ist auch was für Spaziergänger.
Und für Wanderer, ja. Für Radfahrer weniger, aber für Wohnmobilisten über 4,5 Tonnen nicht so geeignet. Aber wir werden hoffentlich ein Plätzchen finden, spätestens wenn die Sonne untergegangen ist. Ja, es ist eigentlich schade, dass das für 3,5 Tonnen gesperrt ist. Naja. Ist halt so. Ist halt so. Und wir warten jetzt halt einfach ab. Wir stehen jetzt hier in einer Was ist denn das jetzt, so ein Feldweg oder so? Ja, wenn jetzt halt von hinten einer kommt, dann müssen wir schauen, dass wir wieder wegkommen. Ja, also jetzt warten wir mal ab, wie sich das alles entwickelt. Genau. Nachdem zwei Fahrzeuge den Parkplatz verlassen haben, machten wir uns sofort auf den Weg auf die andere Straßenseite. Und schwupps war schon wieder ein anderes Fahrzeug in einer Parklücke gestanden, aber die Gegenseite war erstmal erobert. Und nach einer überschaubaren Wartezeit konnten wir uns dann endgültig für die Nacht positionieren. Schönes Plätzchen, was sie, oder? Super, ja, mir gefällt's gut. Jetzt gehen wir zum Leuchtturm. Zur verbotene Zone. Und da halten wir uns natürlich dran. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte ja schließlich keinen Steinbrocker oder Felsbrocker auf den Kopf kriegen. Und es wäre sonst so zu ungemütlich, darunter zu gehen. Steil wahrscheinlich. Und Strafe wollen wir auch gar nicht sein. Ja, das ist ja gleich gar nicht. Das schadet ums Geld. Genau. Umsonst steht das Schild nicht da. Steiger. Und früh morgens ist da schon einiges los. Ja, ein beliebtes Ausflugsziel. Cabo de Roca. Wenn man da ganz westlich rüberschaut, Richtung Westen immer geradeaus, dann kommt man zu den Azoren und dann kommt man irgendwo etwas südlich von Washington raus. Also, da müssen wir mal ganz angestrengt gucken, ob wir irgendwo Land entdecken. Ich sehe kein Land, ich sehe nur Wasser und Himmel. Ja, die Azoren sind ja auch ganz klein. Ja, aber Amerika ist groß. Auch die Miezi genießt das Kap. Wir sind noch nicht am Cabo San Vicente. Und da hinten links, also südöstlich, ist Lissabon. Kann man genau erkennen, denke ich, ja. Und da hinten ist Amerika, das kann man auch gut erkennen. Der Ausblick ist schon gigantisch. Ja. Super.
So, in den Wohnmobilprospekten, das sind solche Plätze immer an der Tagesordnung. Und wir wissen das aus der Realität. Oftmals trifft man solche Plätze dann nicht an. Aber jetzt haben wir mal einen erwischt und das macht richtig Laune. Zwei Nächte gönnen wir uns hier. Ja, genau. Das waren zwei wunderbare Orte, die wir mit unserem Wohnmobil besuchen konnten und die richtig Lust auf den Westen Portugals machen. Schön, dass wir euch wieder mitnehmen konnten. Wir sind weiter unterwegs und im nächsten Video fahren wir mit euch zu einer Rennstrecke, durch eine große Stadt und zu einem Campingplatz, um schmutzige Wäsche zu waschen. Bis dahin, macht's gut und liebe Grüße aus Portugal.